Leistungsschau der Drohnen- und Roboterbauer. In der US-Hauptstadt Washington präsentieren Hersteller auf einer Messe ihre neuesten unbemannten Systeme. Die Branche erwartet in den kommenden Jahren einen deutlichen Zuwachs beim Geschäft mit den Drohnen. Doch Angst vor Überwachung aus der Luft und umstrittene Kriegseinsätze schaden dem Image. Beim Branchenriesen Boeing bewirbt man ein unbewaffnetes Fluggerät eines österreichischen Partnerunternehmens. Ein unbemannter Helikopter ist deshalb so überzeugend, weil man keine Startbahn für diese Drohne braucht. Das reduziert deutlich den Aufwand im Vergleich zu den üblichen unbemannten Flugobjekten. Auch von Bundeswehrkriegsschiffen ist die Aufklärungsdrohne schon gestartet. Werbeaufnahmen aus dem Jahr 2008. Die Verkäufer sprechen lieber von einem anderen Markt. Unbemannte Systeme sind bekannt geworden durch ihre Verwendung bei Kriegseinsätzen. Bei Boeing glauben wir jedoch, dass die kommerzielle und zivile Nutzung in Zukunft sehr vielversprechend ist. Auch der kalifornische Hersteller, der für die Bundeswehr die Skandaldrohne Eurohawk bauen sollte, präsentiert hier neue Modelle. Die Triton ist eine Abwandlung des Pleitefliegers, entwickelt für die US Navy. Hier hält man die Zulassungsprobleme mit dem Vorgänger und drohnenskeptische Bürger für wenig besorgniserregend. Northrop Grumman ist mit seinen unbemannten Fluggeräten seit fast 70 Jahren im Geschäft. Das war nur nicht so bekannt. Heute mit den Nachrichten im Sekundentakt und den Videos weiß die Öffentlichkeit viel mehr. Die Drohnenindustrie weiß um ihr Imageproblem. Deshalb erzählen die Hersteller hier auf der Messe auch am allerliebsten von den vielen zivilen Nutzungsmöglichkeiten ihrer Fluggeräte. Da wäre die Landwirtschaft, Kartografie oder Einsätze in Katastrophengebieten. Das klingt erstmal gut, doch es ist fraglich, ob das genug ist, um skeptische Bürger zu überzeugen. In der Wüste von Colorado experimentiert derzeit die Bezirkspolizei von Mesa mit einer Drohne. Gebiete, die vom Boden aus nicht einsehbar sind, werden nun aus der Luft erkundet. Nicht jeder ist von den fliegenden Beobachtern des Sheriffs begeistert. Der Hersteller findet das paranoid. Die Leute haben generell Angst vor Technik. Drohnen spielen aus irgendeinem Grund eine besondere Rolle in diesem Kampf um Privatsphäre. Hacker können deinen Computer und dein Telefon ausspähen. Warum attackieren wir immer die Drohnen, wenn all die andere Technik genauso genutzt werden kann? So why are we attacking drone technology when all this other technology can be used for the exact same purposes? Die Hersteller rechnen trotz aller Kritik in Zukunft mit Milliardenzuwächsen bei den sogenannten unbemannten Fluggeräten. Das negativ besetzte Wort Drohne würden sie gerne vergessen machen.